Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist sie endlich eingetroffen und zwar die Glossybox. Ja, das ist die Glossybox vom Monat November und die möchte ich mit dir zusammen auspacken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox erscheint monatlich, normalerweise so Anfang des Monats. Ich habe sie auch schon auf manchen Kanälen gesehen und finde, irgendwie kommen die ganz schön spät in letzter Zeit bei mir an. Ja, ist mir so. Und ja, die habe ich im Abo, bezahle jährlich das Geld, genau. Dann kostet die Box 12,50 Euro bis 15 Euro, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Also bei dem Jahresabo hast du natürlich diese 12,50 Euro Variante und genau, ich blende dir auch hier meinen Code ein, mit dem kannst du sparen bei deinem ersten Abo. Ja. Und schreibe auch nochmal alles dazu in der Infobox. Ich mache doch mal hier, ich bin jetzt aufgeregt. Das ist doch krank hier noch. Ich mache hier mal die Glossybox auf und ja. Es ist eine schöne Box. Ja, und sie sieht auch noch so schön aus vom Design. Guck sie dir an, sie ist gold und hat so rote Streifen drauf. Ist das nicht herrlich? Oh Mann. So. Das ist die Box, die kann man auch immer wundervoll weiterverwenden. Ich persönlich verwende die ja tatsächlich hauptsächlich, um die als Versandkarton zu nehmen. Es ist eigentlich ein bisschen schade drum, aber wenn Verlosungen auf meinem Kanal laufen, dann ist das eigentlich eine optimale Größe, um da Sachen reinzupacken und sie zu versenden. Und es ist einfach fest von außen, das ist immer ganz schön. Du kannst sie aber auch einzeln als Aufbewahrungsbox nehmen, also ne, da fühl dich mal frei. Und jetzt machen wir sie mal auf. Ich bin ganz gespannt, was drin ist bei mir. Die sind nämlich unterschiedlich vom Inhalt her. Das ein oder andere Produkt ist dann immer ähnlich. Schöner. Schöner Deckel. Eigentlich zu schön, um sie zum Versandkarton zu machen. Genau. Aber viele Sachen sind unterschiedlich. 5 Produkte hast du da drin, mindestens, also 5 Beauty-Produkte, dekorative Kosmetik, Pflege, sowas. Und das ist halt eher so im höherpreisigen Bereich und dementsprechend dann etwas kleinere Produkte. Bei anderen Boxen zum Beispiel, bei der Pinkbox, hast du es mehr so aus dem Drogeriebereich und dafür dann größere Größen. Je nachdem, was du so gerne magst, aber das ist so immer so ein bisschen der Vergleich, den ich da so stelle. So, hier haben wir das Glossy Magazin, da steht drin, was drin ist. Gold and Champagne Edition scheint die aktuelle Edition zu sein, also Gold und Champagner. Passt ja auf jeden Fall zu dieser extrem goldenen Box und das muss ja irgendwas ultra edles sein, ne? Das ist ja schon fast weihnachtlich vom Design her, Wahnsinn. Du hast hier immer so ein schönes Seidenschleifchen, ach Quatsch, ja doch, Seidenschleifchen und ein Seidenpapier. Das Seidenschleifchen, das ist ach, Special Design, Leute, ich stehe drauf, ne? Ich rieche erst dran. Da kommt ein angenehm weiblicher Duft raus. Ein bisschen leicht orientalisch. Sehr angenehm. Oh! Und der Klebi ließ sich rückstandslos lösen. Das finde ich großartig. Das feiere ich immer sehr. Und hier haben wir den Blick in die Box. Okay, ich glaube, das Produkt, was in allen Boxen drin ist, ist von Nutralash, diese Eyelash-Formula, das Serum für ihre Wimpern, denn das war auch die Sneak Peek, die ich per E-Mail bekommen habe. Das ist ein Wimpernserum und ich persönlich benutze ja zum einen Wimpernseren, aber auch gleichzeitig Rizinusöl. Wimpernseren gebe ich mir dann meistens hier oben auf dem Lid quasi auf, am Haaransatz und die Wimpern tusche ich mir dann quasi mit Rizinusöl und das Rizinusöl kommt dann auch noch in die Augenbrauen, eben um den Wimpernwachstum und Augenbrauenwachstum da entsprechend anzupassen. Regen und ja, das passt hier doch einfach mal von der Farbe 1A. Das werde ich auch definitiv in meine Backup-Sammlung packen und verwenden. Why not? Ne? Muss man ja wirklich sagen, das ist ein sehr teures Produkt. Nutralash ist eine hochpreisige Marke. Finde ich cool. Von Nutralash hatte ich, glaube ich, auch sogar mal eine Mascara irgendwo drin. Nutra Skin hatte ich sogar schon mal eine Foundation oder Foundation Proben hatte ich auch schon mal. Deswegen finde ich ganz cool. Erstes Produkt, richtig geil. Zweites Produkt haben wir einen Pinsel von der Marke Luxie. Von welcher Marke auch sonst. Das ist quasi die Marke von Pinseln, die du immer in den Glossy Boxen mit drin hast, was ich aber super finde. Der hat, muss ich so machen, ne? Der hat hier so eine Einkerbung, dass du da halt mit den Fingern besser beikommst. Und das ist so ein richtig schöner Blendepinsel. Der gefällt mir unfassbar gut. So matt schwarz, ne? Das finde ich cool. Also doch, da kannst du gut mitarbeiten. Das fühlt sich sehr, sehr schön auf der Haut an. Es ist schön gestreichelt. Ein bisschen Liebe nach dem anstrengenden Arbeitstag tut auch mal ganz gut, ne? Als nächstes habe ich hier von Bella Pierre ein Highlighter and Eyeshadow. Der kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, dass ich den tatsächlich schon besitze. Das ist die Farbe Sultry. Wer mir auf Instagram folgt, ich habe gestern mal so ein bisschen gepostet, ne, meine Highlighter. Ist ein bisschen viel.
Denn ich habe schon einen von Bella Pierre. Das ist aber die Farbe Champagne, die ich besitze. Und die passt mir 1A von der Farbe her. Das heißt, dass ich den hier, den Sultry, das müsste dann ja, ne? Ja, genau, der ist ein bisschen dunkler, ne? Also das ist für mich als Highlighter einfach gänzlich ungeeignet, wenn man die mal so nebeneinander hält. Und als Lidschatten würde ich ihn auf gar keinen Fall nutzen, weil ich hasse Mono-Lidschatten. Das heißt, der wird demnächst mal in eine Verlosung wandern. Schade, weil es eigentlich wahrscheinlich eines der Highlight-Produkte gewesen wäre in der Box. Der Highlighter als Highlight-Produkt. Ja gut, aber wir haben ja noch weitere Produkte in der Box. Zum Beispiel diesen Soothing Hand Balm von Rituals. Ritual of Ayurveda. Leute, ganz ehrlich, den hatten wir letztes Jahr in gefühlt jeder Box, in gefühlt jedem Adventskalender mit drin, oder? Geil. Ich weiß, wem ich den auf jeden Fall mit in den Adventskalender packen kann. Den vor allem, ne? Die Handcreme oder den Handbalm doch, ne? Nämlich meiner meiner Schwiegermama in Spee, die steht auf Rituals, die fährt da voll drauf ab. Das riecht auch schon ziemlich gut, aber sie wird sich sehr drüber freuen. Okay, 4 Produkte haben wir schon. 2 Produkte sind noch in der Box, finde ich mega. Und zwar habe ich hier von Rituals The Ritual of Samurai. Witzig, ist für mich eigentlich eher so die Männerreihe, ne? Sport Eyes Shower Gel mit 10 Millilitern ist das hier drin. Interessant, dass hier ein Männerprodukt in der Glossy Box mit drin ist, oder? Das riecht sehr, 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 sehr frisch. Also für mich absolut nichts für mich, ne? Aber es gibt genug Frauen, die wahrscheinlich auch sowas als Sportduschgel sehr gut finden. Kannst du eben so eine Sporttasche reinpacken, ne? Riecht aber wirklich sehr, sehr frisch. Und ich denke, das ist mit Organic Bamboo und Japanese Mint. Also ich denke, dass es auch so diese kühlende Wirkung hat. Hier steht es ja auch drauf, kühlendes Duschgel. Ich mag das gar nicht, wenn ich mir was auf die Haut gebe und es mich kühlt. Also vor allem im Winter. Passt das für mich nicht in die Box. Aber vielleicht hat sich Glossy Box gedacht, dass man sowas seinem Freund schenken kann, einfach um ihn ein bisschen anzufixen. So, hey, guck mal, Schatz, so coole Sachen sind in der Glossy Box. Jetzt bist du mir gar nicht mehr böse, dass die hier ständig eintrudelt, oder? Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich find's witzig. So, und das größte Oschi-Produkt, was hier drin ist, ist ein Riesenshampoo von Nature Box. Shampoo mit 100% kaltgepresstem Granatapfelöl für Kräftigung und langanhaltenden Farbschutz. Das ist mit drin. Das ist ein Full-Size-Produkt. Ja, kannst dich nicht drüber beschweren, ne? Also das ist auf jeden Fall brauchbar. Frei von Sulfaten, Silikon und Parabenen. Hatte ich auch schon mal da oder habe ich sogar noch ein Backup von da. Es riecht halt ganz normal nach Granatapfel. Also angenehm, ne? So fruchtig, frisch. Aber es ist für mich echt kein Winterprodukt. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig und möchte wissen, was sich der Autor dabei gedacht hat. Denn ich finde, so richtig zu Golden Champagne passen die Produkte nicht unbedingt. Okay, wir haben so einen goldenen Highlighter. Mit dem Blendepinsel kannst du dir das ja quasi auf die Augen auftragen. Wimpernserum ist Gold und bringt dich ja auch entsprechend, ne, auf Trab. Die Handcreme ist von Rituals, ist ein cooles Produkt, hat jetzt aber für mich nichts mit Gold und Champagne zu tun. Das Shampoo hat für mich überhaupt nichts mit Gold und Champagne zu tun. Und bei dem Rituals Männerprodukt habe ich ein großes Fragezeichen, deswegen gucken wir mal. Freu dich auf goldene Zeiten mit deiner Gold und Champagne Edition. Hey Golden Girl, das wird dein Monat, denn die festliche Saison steht in den Startlöchern. Stürz dich mit Haut und Haar in die Beauty-Vorbereitungen, stets an deiner Seite die Glossy Box Gold and Champagne Edition. Hübsch in ein elegantes Special Design gehüllt, liefert sie dir dekorative und pflegende Essentials sowie praktische Tools für deine tägliche Routine. Dabei lassen sich die Produkte sowohl in den Alltag als auch in das abendliche Makeover perfekt integrieren. Bla 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 bla. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Stell den Champagner kalt, spare nicht mit dem Glitzerkonfetti, schmeiß deine Lieblingsmusik rein und hab Freude mit deiner neuen Glossybox im November. Mach dem Lieblingsmann in deinem Leben eine vorweihnachtliche Freude. In deiner Box findest du zusätzlich, aha, zu deinen Produkten, eine kleine Pflegeüberraschung von Rituals für ihn. Okay, also das ist dann wirklich auch so gewollt, dass man dann das an den Freund weitergibt. Das finde ich schon sehr spannend. Im Dezember kommt übrigens die Marvelous Winter Beauty Edition in so einem Marmor-Design. Da ist schon so eine Sneak Peek für drin. Finde ich ganz cool, da bin ich sehr gespannt drauf. Und also ich muss schon sagen, ich bin mit der Box zufrieden. Der Inhalt ist ganz cool und hat mich auf jeden Fall deutlich mehr geflasht, als die Pink Box mich diesen Monat geflasht hat. Wertmäßig liegen wir auch garantiert drüber. Der ist relativ hoch, würde ich jetzt mal sagen. Allein durch das Wimpernserum und durch den Pinsel sind wir, glaube ich, schon grob bei 16... Ach Quatsch, mehr. Bei 80 Euro fast schon, ne? Keine Ahnung, was so ein Nutralash Wimpernserum kostet. Also ich finde die Box sehr gelungen. Zum Design jetzt
Ja, schon passend, aber nicht alle Produkte. Also so ein Shampoo brauche ich jetzt nicht für meine Gold & Champagne Edition. Ich weiß nicht, was es damit zu tun hat. Aber gut. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. So, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.